Der 10-Punkte-Plan von Finanzminister Schäuble, der ist aus der Not geboren aufgrund der Veröffentlichung dieser Papers. Er ist mit heißer Nadel gestrickt und er geht nicht weit genug und ist damit auch wenig glaubwürdig. Es ist zwar richtig, dass man jetzt Länder wie Panama auf die schwarze Liste setzt, aber ich habe es eben gesagt, andere Länder haben Steueroasen schon viel früher angezeigt. Das Geldwäscheregister soll kommen, aber auch das springt zu kurz. Wenn man endlich Transparenz herstellen will, dann muss man es einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen und darf das nicht nur den Behörden zuleiten. Und zudem sind die Möglichkeiten zur Verschleierung offenbar in diesem Register gleich mit eingebaut. Also auch hier ein Punkt, der nicht für uns nicht weitreichend genug ist. Es kommt dazu, die Whistleblower, die solche Veröffentlichungen vornehmen, müssen besser geschützt werden. Wir haben als grüne Bundestagsfraktion im Parlament einen Gesetzentwurf vorgelegt. Die Bundesregierung wäre gut beraten, endlich ein Schutzgesetz für Whistleblower auf den Weg zu bringen, um diejenigen zu schützen, die uns diese wichtigen Informationen geben. Für uns Grüne ist damit klar zusammengefasst, wir wollen umfassende Informationen über die Informationsdaten, über die Besitzer und ihr Steuergebaren. Deswegen braucht es ein öffentlich zugängliches Transparenzregister ohne Schlupflöcher. Wir brauchen Veränderungen, um die bisher politisch gewollte Hinterziehung von Steuern, wenn man so will, weil die Steuerverwaltungen schlecht ausgestattet sind und nicht vernetzt sind, das muss endlich ein Ende haben.